So, jetzt haben wir es aber endlich soweit. Ich habe noch die allerletzte Meldung gerade mitbekommen. Ihr seht es, vor 50 Minuten ist dieser Clan hier Clan Level 5 geworden. Und ich muss sagen, ja, Glückwunsch nochmal an alle, die uns von Anfang an hier die Fahne gehalten haben, die bei uns mitgekämpft haben. Ich bin so ein bisschen außer mir, weil ich wollte unbedingt diese Meldung hier im Bild haben. Denn die Donations hier, ah, die sind nicht schlecht. Also man hat natürlich jetzt einen Clan Level pro gespendete Truppe mehr. Das heißt also ein R8, der hier Riesen spendet auf 5. Die werden jetzt zu Level 6 und so weiter. Also Bowler Level 3 für einen RH10er, der die auf 2 hat, ist sie dann auch kein Thema mehr. Das sind ja manchmal sind es ja auch so kleine Schlüsselfiguren hier. Und natürlich Kriegsextra-Bonus 15% nochmal drauf pro gewonnenen CK-Angriff. Ja, und wo wir gerade hier drin sind, wir haben unseren letzten Clan-Krieg gewonnen. Das heißt also, wir haben jetzt 46 Kriege insgesamt, ein Unentschieden, 13 Mal verloren und 32 Mal gewonnen. Davon ist unsere letzte Siegesserie, glaube ich, ganz nett. Ihr seht das hier, 7 Siege in Serie und wir suchen jetzt auch schon wieder. Also super Leute, echt gut gemacht, vor allen Dingen von denen, die uns hier von Anfang an die Stange gehalten haben. Ja, ich wollte jetzt eigentlich drin bleiben. Denn es sind einige hier, die ja dieses Projekt hier so ein bisschen mitverfolgt haben. Und wir starten hier mal ganz unten. Also ihr habt es jetzt gerade hier im oberen Bereich gesehen. Der Gegner hat es einfach versäumt, hier oben Sterne zu machen. Und das haben wir so ein bisschen kompensiert, haben es viel besser gemacht. Keine Frage. Es ist auch sehr, sehr strukturiert hier. Also die Vizes machen hier, tun hier ihren Job und koordinieren das Ganze hier, koordinieren die Angriffe wirklich, wirklich gut. Und wir gucken einfach mal rein hier. Vom Opposition. Opposition ist ein, ich glaube, es ist ein Account von Freiwild. Der spielt hier auch ein großes Thema, denn dieser Clan ist nicht einfach so entstanden, so nach dem Motto, so, Toto macht jetzt mal so ein 2v2 auf, denn ich habe hier mit diesem Clan hier überhaupt nichts zu tun. Denn der Hocke ist eigentlich der Initiator gewesen damals, weil wir so viele R8-Accounts bei uns in den Clan-Kriegen hatten, die wir nicht mehr eingesetzt haben. Haben wir gesagt, Mensch, die müssen ja irgendwo hin, und bevor die in andere Clans gehen, starten wir mal einen 2-Warriors-2-Clan, aber diesmal richtig. Es gab schon mal einen Warriors-2-Clan, der ist aber überhaupt nichts geworden. Und deswegen haben wir hier mit der Community natürlich so ein bisschen drauf gehofft, dass ihr hier reinkommt, wenn ihr Lust dazu habt, mit uns halt von den 2-Warriors, denn es sind einige oder es sind ja so ein paar auch von den 2-Warriors hier drin, die hier dauerhaft sind oder immer mal wieder reinkommen und haben natürlich so ein bisschen gehofft, ja, das wird jetzt was hier im Projekt und das kann ja ein Clan werden. Da gucken wir mal. Und er hat sich hier richtig gut entwickelt. Also richtig viele Leute sind hier von Anfang an dabei. Und 2, 3 haben wir ja auch schon zum Vize gemacht, wo wir der Meinung sind, ja, das lohnt sich, gar keine Frage. Und die sind hier oft online, koordinieren hier, spenden hier und sehen hier den NFS. Also ich kommentiere das einfach mal so nach. Ja, und so hat sich dieses Projekt ein bisschen entwickelt. So sind wir hier ein wirklich starker Clan gewesen, oftmals sehr, sehr voll, vor allen Dingen immer so während und nach dem Livestreams. So ein bisschen, ich sag mal immer so ein bisschen, schläft YouTube auch um mich rum ein, denn ich bin ja auch nur ein arbeitender Mensch, habe Familie und kann nicht hier ohne Ende die Streams raushauen und 3, 4 Videos am Tag machen, das geht einfach nicht. Und deswegen bewege ich mich hier, ich nenne es immer so, in normalen Sphären. Ich mache das, was ich machen kann, nicht mehr, nicht weniger. Und wenn ich dann mal 5 Abonnenten in der Woche verliere und 3 dazu gewinne und dann nochmal 8 verliere, das, ich muss sagen, das juckt mich nicht. Das ist einfach so. Und denn das Ganze ist nach wie vor ja für mich ein Hobby hier. Auch dieser Clan hier ist natürlich ein Hobby. Ich bin hier dauerhaft mit dem Barfuß. Der geht demnächst auf 9. Also es wird noch ein bisschen dauern. Irgendeiner hat ja schon geschrieben, boah, Toto, gehst mit dem Barfuß auf 9? Ja. Ich gehe mit dem Barfuß auf RH9, aber ich habe natürlich schon ein neues Projekt irgendwo in den Kinderschuhen. Da dürft ihr auch drauf gespannt sein. Das wird eine ganz witzige Sache. Und deswegen ist der Barfuß hier im Moment dauerhaft. Ich habe einen meiner RH9er hier geparkt, der hier auch mitspielt. Das habt ihr gestern in der Live-Folge gesehen mit den Live-Angriffen. Die kam gestern Mittag um 12 Uhr. Ich verlinke sie euch nochmal oben
oben links. Links ist da. Ich muss mal gerade in die Kamera gucken. Links ist da. Und wer sie also noch nicht gesehen hat, guckt einfach mal rein. Da habe ich Only Live-Angriffe gemacht aus diesem Clan-Krieg hier, denn ja, der war schon sehr wichtig. Also auch wenn wir verloren hätten, wären wir Clan Level 5 geworden. Aber ein Sieg ist natürlich immer schöner. Gar keine Frage. Und deswegen, ja, ich kann hier eigentlich, ja, ich kann hier so relativ jeden Angriff zeigen. Wir haben hier auch ein paar neue Leute drin, ein paar neue gute Leute gefunden. Und hier haben wir den, boah, ich kann es gar nicht lesen, King Rage Mode heißt es sicherlich, übersetzt. Und die Golems, zweifelhaft gesetzt, also ich würde sie doch einfach ein bisschen breiter setzen. Die laufen dann nämlich so ein bisschen wieder zusammen, wenn man die Mauerbrecher setzt, und die Schneise ist dann da, aber er macht das hier ganz gut. Eigentlich relativ ähnlich wie meine Angriffe. Das heißt also, er kommt erstmal mit einer ganzen Masse an Magiern hier rein, schafft die Clanburg hier an der Stelle gut, schiebt jetzt den King mit raus. Wo sind die Golems? Die Golems sind gar nicht mehr da. Ja, deswegen lieber die Golems ein bisschen breiter gesetzt, breiter die Masse an Magiern. Aber ich denke mal, die Base ist auch so eng gestaffelt. Jetzt kommt er hier mit allen Hocks rein in diese Base, hat jetzt noch zwei Heilzauber und ich glaube, das ist eine gute Sache hier geworden. Aber trotzdem, vielleicht für die nächsten Angriffe, gerade wenn die Bases dann ein bisschen größer sind, ein bisschen mehr Freiräume haben. Diese Base hier hatte ja jetzt nicht so wirklich Freiräume. Und er hatte ja jetzt wirklich, wirklich, wirklich noch viele Hocks am Start. Jetzt kommt erst der letzte Heil, also auch super gesetzt hier. Keine Frage. Und dann sind das hier an der Stelle richtig nette 3 Sterne geworden. Nach wie vor bin ich ja nicht so super oft hier. Muss ich mir hier mal zur Brust nehmen. Also ich muss mich einfach mal bekannt machen. Ich muss die Leute ein bisschen kennenlernen. Dann weiß man so ein bisschen so, wie alle so ein bisschen ticken. Und ich denke aber, dass wir hier gut zusammenpassen. Wir sind, glaube ich, auch im Moment noch eine relativ volle Truppe. Werden heute Abend hier auch wieder aktiv in einem CK sein. Das wird direkt, das passt sogar super zur Streamzeit heute Abend. Und denn die Suche ist ja noch am Gange, während wir hier den Roxy sehen. Roxy haben wir schon mal gesehen im letzten CK hier und ist ein R9, aber auf ein R8. Wir haben hier am Ende gesagt, sichere Sterne, egal wie es geht. Ihr könnt euch daran erinnern, diese Base hier habe ich leider nur mit 2 Sternen belegt. Das war die mit diesen doofen Sprungfallen hier oben, um diese Bogenschützentürme und um den Minenwerfer hier. Und deswegen sind hier auch etliche, ich sag mal, niedriglevere 9er auf die 8er gegangen, um uns hier die klaren Sterne noch reinzuholen. Das hat nach wie vor wieder funktioniert. Jeder hat jetzt 2 Angriffe. Und wenn du im ersten Angriff schon 3 gemacht hast im Range-Bereich, also eher so wie der Roxy hier, RH9, RH9, dann kannst du dich natürlich so ein bisschen nach unten orientieren. Oder aber du orientierst dich nach oben, je nachdem, wie hier geklärt wurde. Aber im oberen Bereich haben wir diesmal ganz verständlich nicht so gut angegriffen, denn wir hatten oben auch RH10er als Gegner. Also das darf man auch nicht verkennen. Und es war auf der anderen Seite, ihr seht das hier wieder, der Defender hier, der Alex Junior von den Legendarios MX, Level 11 Clan. Ja, in so einem Level 11 Clan, ich glaube, wenn wir so einen Mist gemacht hätten, als wir Level 11 waren, dann wäre die Hälfte des Clans rausgeflogen. Ist einfach so, denn als Level 11 Clan, ja, ich meine, vielleicht sagen sich auch viele Clans, mein Gott, jetzt bin ich 10 gewesen und nach 10 gibt es ja nach wie vor kleine oder überhaupt keine Clan-Vorteile mehr. Die gab es ja nur bis 10 und nach alles, was ja nach 10 kommt, ist nur noch CK und Prestige, hätte ich mal gesagt, ja. Aber so denken wir natürlich hier bei den Two Warriors 2 überhaupt nicht. Wir denken hier nach wie vor, klar, spielt man jetzt. Das nächste Ziel ist sicherlich Clan Level 8, glaube ich, denn dort wird nochmal die Zeit der zu spendenden Truppen oder der zu anfordernden Truppen extrem gesenkt. Und dann denken wir erstmal über 10 nach, aber ich denke mal, 5 ist schon eine gute Nummer hier. Gucken wir uns mal den Freiwild hier an, auf die Nummer 11, also RH9 auf RH9, aber jetzt guckt euch den Freiwild an, richtig schön gemaxt. Und weil ich am Anfang drauf gekommen bin, auf den Freiwild, der Timo hier, hat sich so ein bisschen diesen Clans hier angenommen. Das heißt also, er hat mit seinen Accounts, ist ein RH11-Account und ein RH9-Account, sich diesen Clan hier nicht einverleibt, aber er ist hier der Leader. Also
auch wenn ich immer ganz oft lese, oh, Toto, ich habe mich bei euch beworben, ich bin nicht angenommen worden, ich kann da nichts dran reißen. Ich bin hier zwar Co-Leader, aber eigentlich bin ich nur Member, der hier mitspielt. Und die Führung und die Leitung haben aber andere. Also das dürft ihr mir nicht nachsehen. Auch wenn ich hier Co-Leader bin, ich kriege ja vieles auch nicht mit. Hier wird auch so viel gechattet dann. Das ist alles aus dem Chat raus. Und ich reagiere auch gar nicht auf solche Anfragen. Das habt ihr sicherlich auch in den Kommentaren gemerkt. Wenn dann jemand nölt, ja, ich bin ja ein toller RA8 oder ein toller RA7 und bin trotzdem nicht genommen worden. Das wird alles seine Gründe haben. Ich stecke da aber nicht hinter. Also ihr dürft mich dafür dann nicht verantwortlich machen. Und ab und zu hake ich ja nochmal nach oder sage dann nochmal, ja, mach mal, bewerb dich mal nochmal, dann gucken wir das nochmal genauer an. Aber letztendlich hat hier der Praver oder frei.wild hier die Führung. Und ich denke, das macht er sehr, sehr gut. Wir haben ihn auch, ich will nicht sagen, wir haben uns schon mal bedankt dafür. Aber ich denke mal, er weiß das, dass wir das wirklich gut finden, was er hier macht. Und ich denke auch mal, er weiß das auch, dass das hier gut mit den Leuten funktioniert. Und deswegen freue ich mich auch, dass das nicht so in unsere Hände gegangen ist. Also weder in Hocke seine Hand noch in meine Hand, sondern wirklich jemand, der, den wir natürlich kennen. Ja, also ich kenne den Primo oder den Timo Praver. Ich kenne Hocke und von daher wissen wir schon, dass der Clan hier in guter Führungshand ist. Und hier gut gelenkt wird mit den Vizes letztendlich, mit Lichtle, mit dem Kevin. Und das passt hier einfach. Zu viele Köche verderben auch immer gerne den Brei. Also es muss jetzt nicht nach diesem Video jemand ankommen und sagen, ja, ich bin ja schon seit Anfang an dabei, bin aber nur Ältester. Ja, also wie gesagt, wir schauen da schon recht genau hin, wer hier wo was wie Vize ist. Und hier haben wir ein bisschen Pech gehabt vom Schulter, aber auch das gehört dazu. Ist auch eine relativ schwere Base, auch für einen RA10er, beziehungsweise der Schulte ist ja ein RA10er. Seine Base hat letztendlich, glaube ich, kein Infernus, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber wenn du als 10er so eine relativ schwere Base zu machen hast, dann ist das nicht unbedingt gleich ein Dreier, sondern es kann auch mal ein Zweier werden. Und das hat er uns hier gezeigt, also trotzdem schöner Angriff, keine Frage. Aber ich wusste schon, so eine Stunde vor Schluss stand es, glaube ich, jetzt schon 69, ich glaube es stand 69 zu 50 und ich habe eine Stunde vor Schluss geschrieben, der Gegner wird keine 20 Sterne mehr holen, um zu gewinnen. Das war einfach so, das kannst du dir anhand der vorherigen Angriffe, kannst du es ein bisschen ausrechnen, wie weit muss der Gegner letztendlich unsere Bases hier dreiern und oder auch im oberen Bereich dann mit 2 Sterne versehen und wenn du dann 1 und 1 zusammenrechnest, dann weißt du, dass das nichts wird. Ist auch so geworden hier. Finde ich auch natürlich von unserer Stelle her sehr, sehr gut. Und ich bin froh, dass ich hier gerade noch so reingerutscht bin, die Meldung jetzt gesehen habe. Ihr habt es gesehen, 50 Minuten war sie alt. Denn ich war heute Abend nochmal weg. Und ja, es hat mich wirklich gefreut. Wo war ich eigentlich? Ja, tagsüber tatsächlich. Ihr seht das hier an meinem Shop. Ich war natürlich für meinen Livestream heute Abend beim Haircutter. Keine Frage, da renne ich alle 2 Wochen hin, denn ich mag lange Haare nicht mehr wirklich, also oben dürfen sie schon ein bisschen länger sein, aber ich mag das überhaupt nicht, wenn die Seiten irgendwie die Ohren berühren oder so, jeder hat ja so einen kleinen Spleen. Ich hatte früher mal den Gedanken von langen Haaren, also wirklich komplett lange Haare, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich 12 Jahre bei der Bundeswehr war, nur kurz getragen habe und dort denkst du dann natürlich mal rüber nach, Mann, lange Haare wären ja mal geil. Und ich habe es dann immer mal wieder probiert, mir auch wirklich Haare wachsen zu lassen. Und das hat dann irgendwo in der Übergangsphase immer scheiße ausgesehen. Wo ich wirklich gesagt habe, boah, schlimmer kann es ja nicht werden. Und dann hat es mich natürlich irgendwann mal zum Friseur getrieben. Und heute passte das mal wieder ganz gut. Da war ich mit einem meiner Jungs, der hat es auch dringend nötig gehabt, muss ich sagen. Der hatte so richtig Matte. Und damit er da nicht ganz so alleine ist und ich die türkischen Kollegen auch schon lange kenne, zu denen ich eigentlich zum Friseur gehe. Ich glaube, da latsche ich jetzt schon 5 Jahre hin. Ist das natürlich immer ein netter Nachmittag. So, entschuldigt bitte. Ich mache nach wie vor das Mikro aus, wenn ich mal ein bisschen räuspern muss. Ich lasse die Aufnahme immer einfach laufen. Denn dann noch so einen Schnitt reinzubringen, ist auch mal ein bisschen doof. Und wir haben ja den König Vegeta haben wir schon mal gesehen, aber auf
dass RH Zehendorf hier natürlich nicht maxed out. Und aber nicht zu unterschätzen hier. Also ich habe ja schon mal gesagt, schaut nicht nach den Mauern, auch wenn sie lila sind oder ein bisschen schwarz. Das kann ganz schnell täuschen von der Def, denn es sind nur die Mauern. Die laden natürlich so ein bisschen dazu ein, so Lessons Fair anzugreifen. Hat er hier nicht gemacht. Ich denke mal, auch der King hier wird immer alles geben, um den Clan voraus oder voranzutreiben. Das weiß ich, dass das hier, glaube ich, alle tun. Wir haben jetzt auch schon wieder ein paar Verluste gehabt. Ein paar, die nicht mehr spielen, habe ich auch gesehen. Ich habe sie trotzdem mit in CK reingenommen, weil ich wusste, die Angriffe kompensieren wir sowieso. Und deswegen war ich an der Stelle so ein bisschen der Meinung, ich nehme einfach 25 mit und weiß eigentlich, dass ich 3-4 Stück entlassen muss am Ende. Das haben jetzt meine Vizes schon erledigt. Und beziehungsweise nicht meine Vizes. Ich bin hier selber nur Vize, also habe nichts zu melden und überlasse die Entscheidung hier wirklich oder die harten Entscheidungen hier anderen. Ich habe in der Woche hier reichlich Leute entlassen, damit wir ein paar gute Leute von euch wieder reinkriegen. Denn ich freue mich mit euch nach wie vor hier Clankriege zu spielen, euch kennenzulernen. Und selbst aus dem ersten Clan gibt es den einen oder anderen, der mal sagt, ich möchte mal gern ein bisschen in TW2 ein paar neue Leute kennenlernen, neue Taktiken kennenlernen, überhaupt andere Kriege kennenzulernen als nur noch im hohen Bereich. Und ich kann das durchaus verstehen. So wäre ich vermutlich auch. Aber ich bin hier jetzt mit meinem RH10, um hier so ein bisschen unterstützend zu wirken. Also ich werde jetzt gleich auch wieder rübergehen in den TW1 Clan, denn dort haben wir heute Abend Clankrieg. Aber ich hoffe, die Jubiläumsfeier hier zu Clan Level 5 hat euch aus dem zweiten Clan gefallen. Ich freue mich wirklich, dass ich hier mit dabei sein konnte, mitwirken konnte, mit zu Clan Level 5 zu gehen. Und wenn ihr wollt, und ich will es sowieso, dann sehen wir uns heute Abend sowieso im Stream. Also bis dahin, euer Toto Clash.